Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir Alu-Kofta. Alu bedeutet Kartoffeln und Kofta sind Hackbällchen. Das ist ein pakistanischer Hackbällchen-Eintopf mit würzigen Hackbällchen und Kartoffeln. Perfekt für die kalten Tage. Also unbedingt dranbleiben und schaut das Video bis zum Ende. Schauen wir uns doch direkt mal die Zutaten genauer an. Alu-Kofta besteht aus zwei Komponenten. Einmal Soße und Hackbällchen. Für die Soße brauchen wir Zwiebel, Kreuzkümmel, Knoblauchzehen, Ingwer, Tomatenmark, Joghurt, Tomaten, Kartoffeln. Für die Gewürze brauchen wir Paprikapulver, Garam Masala, Kurkuma, Chilipulver und Korianderpulver. Und wer es besonders scharf mag, gibt noch gerne eine frische Chili dazu. Für die Hackbällchen brauchen wir Hackfleisch, Koriander, Kichererbsenmehl, ein Ei, Zwiebel. Und das hier sind die gleichen Gewürze wie auch für die Soße. Ich werde jetzt alle drei Zwiebeln hier in meinem Food-Prozessor geben und werde zwei Drittel zu der Soße geben und ein Drittel kommt dann in den Hackbällchen. Übrigens, diese Küchenmaschine hat zwei Funktionen. Hier einmal die Pulsfunktion und dann die Funktion, wenn man etwas zu einer Paste mixen möchte. Für die Zwiebeln nehme ich gerne die Pulsfunktion. Dadurch werden die Zwiebeln einfach nur klein gehackt und werden nicht zu einer Paste. So, ich habe jetzt hier einen großen Topf und da gebe ich jetzt erstmal neutrales Öl hinzu. Einfach so viel Öl, dass der Topfboden gut bedeckt ist. Und sobald mein Öl heiß ist, gebe ich hier meinen Kreuzkümmel hinzu. Und jetzt können wir auch unsere Zwiebeln dazugeben. Und das wird jetzt alles auf mittlerer Hitze angeschwitzt. Das dauert so ein bisschen, 2 bis 3 Minuten. Die Zwiebel, die nehme ich jetzt hier raus, weil die brauchen wir später für unsere Hackbällchen. So, und jetzt bereiten wir meine geliebte Knoblauch-Ingwer-Paste vor. Dafür habe ich hier einen Mörser und da gebe ich meine Knoblauchzehen und den Ingwer hinzu. Das zerstampfe ich alles zu einer Paste. Und keine Sorge, falls ihr keinen Mörser habt, dann könnt ihr einfach den Knoblauch und den Ingwer klein hacken oder reiben. Ihr könntet es auch in so einer kleinen Küchenmaschine machen. Das Rezept funktioniert auch ohne einen Mörser. So, die Zwiebeln, die haben jetzt die perfekte Farbe erreicht. Es ist schön leicht goldbraun. Und jetzt können wir auch unsere Knoblauch-Ingwer-Paste hinzufügen. Und dieser Schritt, dass ich erst meine Zwiebel anschwitze und dann meine Knoblauch-Ingwer-Paste dazu gebe und diese auch nochmals so ungefähr für eine Minute mit anbrate, ist ganz, ganz wichtig, weil so entfaltet sich einfach nochmals das Geschmack und Aroma von dem Knoblauch und auch von den Ingwer und dem Kreuzkümmel. Also dem hier wirklich Zeit geben und schauen, dass ihr die Hitze nicht zu hoch dreht, weil dann kann das alles verbrennen und das wollen wir nicht. So, während das hier vor sich hin brutzelt, kümmern wir uns um die Tomaten. Bei den Tomaten ist es so, ihr könnt entweder die Tomaten ganz, ganz, ganz klein hacken oder ihr macht das so wie ich. Ich werde die jetzt auch hier in den Food-Prozessor geben und werde das zu einer Paste mixen. Falls ihr keine frischen Tomaten habt, könnt ihr auch passierte Tomaten nehmen. Das sieht jetzt schon richtig schön aus und jetzt können wir auch unsere Gewürze und die restlichen Zutaten hier hinzufügen. Und das wird dann alles schön rundherum angebraten. So, und an der Stelle muss man aufpassen, dass wir nicht zu lange hier anbraten, weil die Gewürze, es passiert ganz schnell, dass die anfangen zu verbrennen. Also wirklich hier nur ganz kurz, ungefähr 40, 50 Sekunden, kurz auf hoher Hitze. Und dann können wir das schon ablöschen mit den Tomaten. Das wird jetzt auch alles schön rundherum angebraten. Und an der Stelle schalte ich den Herd kurz runter, gebe dann meinen Joghurt hinzu. Joghurt macht die ganze Soße nochmals so ein bisschen sämiger, gibt auch nochmals so einen leicht säuerlichen Geschmack, was richtig gut später zu den Alu-Koftas passt. Den Herd schalte ich wieder ein bisschen höher und brate das jetzt auch nochmals kurz rundherum an. Das ist quasi jetzt die Basis für unsere Soße. Wir sagen dazu auch Masala. So, hier schalten wir jetzt den Herd ein bisschen herunter auf mittlere Stufe.
Dann kommt mein Deckel drauf und das lassen wir jetzt für ungefähr 5 bis 10 Minuten vor sich hinköcheln. Währenddessen können wir schon mal unsere Kartoffeln schneiden. Bei den Kartoffeln ist es so, dass ihr die nicht zu klein schneiden dürft, weil dann kann es sein, dass die einfach zu durchgegart sind. Ihr schneidet die Kartoffeln am besten in grobe, mundgerechte Stückchen. Und die Chili können wir jetzt auch schon mal klein hacken. So, und jetzt müssen wir die Kartoffeln gar nicht so lange anbraten, weil das wird jetzt alles abgelöscht mit Wasser. Und da werden sie auch nochmal weich gekocht. Ich werde euch die genauen Mengenangaben unten in der Infobox reinschreiben. Jetzt wird das alles gesalzen. Das lasse ich jetzt alles einmal aufkochen. Sobald es anfängt, alles zu köcheln, kommt der Deckel drauf. Dann schalte ich den Herd runter und lasse es für ca. 15 bis 20 Minuten vor sich hin köcheln. So können nochmals die ganzen Aromen sich entfalten und die Kartoffeln sind dann auch schön weich. Währenddessen können wir schon mal die Hackbällchen zubereiten. Dafür gebe ich zu meinem Hackfleisch die restlichen Zutaten. Also ein Ei, Zwiebel, die Gewürze, Kichererbsenmehl und Koriander. Übrigens, die Korianderstiele, die schmeiße ich nicht weg, die hacke ich klein und die werden auch einfach jetzt hier mitverwertet. Wichtig ist, dass man sie richtig schön klein hackt. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Das wird jetzt alles vermischt und zu schönen kleinen Kügelchen geformt. Und wie immer habe ich natürlich Salz vergessen, das hole ich jetzt einfach schnell nach. Hier müsst ihr richtig gut durchkneten, damit die ganzen Gewürzen und die Zutaten sich richtig gut hier hinein vermischen. Also so 3 bis 4 Minuten muss man schon ordentlich durchkneten. Alu-Kofta gab es bei uns früher ganz oft, ganz besonders wenn wir Besuch hatten, hat es meine Mama sehr gerne zubereitet. Es gibt auch die Variante, dass man dazu noch Eier servieren kann, also gekochte Eier. Schreibt mir mal gerne unten in den Kommentaren, ob ihr dieses Rezept bzw. dieses Gericht schon kanntet und wie ihr es gerne zubereitet. Das würde mich sehr interessieren. Zu Alu-Kofta passt auch ganz gut Basmati-Reis oder Fladenbrot, zum Beispiel Roti oder ein Naan. Die Rezepte zu meinen Rotis und Naan findet ihr alle bereits auf meiner Homepage. Das kann ich euch auch gerne unten verlinken. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Kichererbsenmehl. Wir schauen jetzt mal, wie es hier drin aussieht. Und wenn die Konsistenz von der Soße noch zu dünnflüssig ist, dann verdicken wir das mit ein bisschen Kichererbsenmehl. Dafür gebe ich zu dem Kichererbsenmehl etwas von meiner heißen Brühe. Verrühre das alles klumpenfrei. Das geben wir jetzt wieder zurück zu der Soße, aber nicht komplett, sondern löffelweise. Dann kann man nämlich einfach so die Konsistenz so ein bisschen regulieren. Und übrigens, falls ihr kein Kichererbsenmehl habt, dann könnt ihr das auch mit Speisestärke oder ein bisschen Mehl machen. So, das sieht jetzt richtig gut aus. Es muss auch gar nicht richtig dickflüssig sein, weil das ist auch das Besondere bei Alu-Kofta. Das ist nämlich ein Eintopf in einer würzigen Soße. So, und jetzt kommt der letzte Schritt. Unsere Hackbällchen werden jetzt hier zu der Soße hinzugefügt. Hier müsst ihr darauf achten, dass jetzt die Soße nicht mehr zu stark köchelt. Also ein bisschen runterschalten und dann vorsichtig die Hackbällchen hineinlegen. Das wird richtig lecker. Dadurch, dass ich die Hackbällchen hier roh hinzugefügt habe, ist es wichtig, dass die Soße nicht zu stark köchelt. Und an der Stelle jetzt gar nicht mehr umrühren, einfach den Deckel drauf und so ungefähr für 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Hackbällchen durch sind. Thank you.
Mein Alu-Kofta ist jetzt fertig und es duftet hier richtig schön. Ich habe am Schluss noch frischen Koriander darüber gegeben und von meinem selbstgemachten Garam Masala. Und jetzt wird endlich probiert. Ich habe jetzt hier Fladenbrot dazu, aber wie gesagt, ihr könnt auch Basmati-Reis dazu servieren oder zum Beispiel Naan würde auch sehr gut dazu passen. Mmh. Wow. Mmh. Mmh. Es ist so köstlich. Ich habe richtige Kindheitserinnerungen. Also probiert das Rezept unbedingt aus. Ihr habt es gesehen, es ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es geworden ist und wie ihr euer Alu-Kofta zubereitet, beziehungsweise wie ihr eure Hackbällchen zubereitet. Das würde mich auch sehr interessieren. Und denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Rezepte zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Einfach nur lecker.